zieht Stacheldraht außenrum, schmeißt ein paar Container drauf und locht die Leute alle ein. Mord durch Kopfschuss an Gleis 9. Im Frankfurter Hauptbahnhof kam es gestern zu einem Kapitalverbrechen. Die Hintergründe der Tat, sie sind alles andere als klar. In Frankfurt gibt es jedoch genügend Motive und Raum für Spekulationen. Viel schlimmer ist es jedoch, dass das wirklich ein zentraler, belebter Punkt ist, an dem auch ich schon sehr, sehr oft vorbeigekommen bin. Auch um diese Uhrzeit. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Der Frankfurter Hauptbahnhof gestern Abend am Dienstag, den 20. August 2024, kurz nach 21 Uhr, fallen mehrere Schüsse. Gezielte Schüsse in den Kopf des Opfers am Eingang zu Gleis 9. Eine wahrliche Hinrichtung mitten im Frankfurter Hauptbahnhof. Zu dieser Zeit ist der Frankfurter Hauptbahnhof auch alles andere als leer. Wer schon mal da war, der kennt die Situation vor allem vor dem Bahnhof und im Bahnhofsviertel. Im Bahnhof ist es eigentlich nur so, dass es die Taschendiebe gibt und ein paar, die dort betteln. Ansonsten ist da ein reger Betrieb von Pendlern und von Reisenden. Jetzt ist es hier allerdings zu einem schweren Kapitalverbrechen gekommen. Und ja, im Frankfurter Raum, da gibt es, wenn man sich Motive überlegt, da weiß man gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Da fällt einem zunächst erstmal die Mokromafia ein, die ja aktuell in NRW für Aufsehen sorgt. Dann die Rocker, generell die normale Mafia, Drogenkriminalität gerade um den Hauptbahnhof. Finanzkriminalität ist auch in Frankfurt am Main ja ein gängiges Thema. Dort gibt es genügend Personen, die Mittel hätten, hier solche Dinge in Auftrag zu geben. Beide sind identifiziert. Auch der Täter konnte wenige Meter daneben festgenommen werden von der Bundespolizei. Wie ich das vernommen habe, haben sie ihn nicht niedergeschossen. Jetzt muss man mal sagen, ich bin so oft da gewesen im Frankfurter Hauptbahnhof. Die patrouillieren da mit Maschinenpistolen im Bahnhof. Wenn dort mehrere Schüsse fallen und ein Täter dann flüchtet, haben wir jetzt genau die Situation, vor der ich vor der EM schon mal darauf hingewiesen habe, dass die Polizei die falschen Waffen hat. Mit ihrer MP5 oder was sie da teilweise mit sich rumführen, können sie nicht über mehrere Bahnsteige hinweg einen gezielten Schuss abgeben. Und das ist wirklich peinlich, denn in so einer Situation wie gestern gibt es nur eine einzige Reaktion eines Polizisten: zielen, schießen, Treffer versenken. Da gibt es keine Frage, ergibt derjenige sich, wer an einem so belebten Platz wie dem Frankfurter Hauptbahnhof gezielte Kopfschüsse verteilt, muss von der Polizei sofort ausgeschaltet werden. Absolut sofort. Da gibt es in meinen Augen keine Gnade, kein Pardon. Sie müssen ja sowieso nur auf den Körper zielen, ja. Ob er dann überlebt, wird dann die Situation zeigen. Dennoch, die Polizei, sie ist so schwach ausgerüstet, sie haben keine neuen Waffen für die EM bekommen und das Trefferbild ist schon ab 20 Metern eine reinste Katastrophe und im Bahnhof brauchen sie auch mal ganz schnell 50 oder 100 Meter. Nur mal zum Verständnis, ein ICE ist über 300 Meter lang, der da am Bahnsteig steht, aber sie werden das nie verstehen. So ist es hier dann quasi dazu gekommen, dass sie ihn verhaftet haben. Beide sind jetzt identifiziert. Die Polizei, sie hüllt sich in Schweigen. Das lässt natürlich wieder Raum für Spekulation. Wenn ihr inzwischen schon wisst, dass es hier Identifizierungen gibt, bitte einmal unten drunter kommentieren, damit auch die Kommentare unter diesem Video immer aktuell bleiben. Ich könnte jetzt hier eine Vermutung aufstellen, die ist wirklich rein spekulativ. Mich würde es nicht wundern, wenn hier Geheimdienste involviert sind und das Ganze irgendein Auftragsmord eines Staates gegen einen anderen wäre. Ein Mossad-Agent hätte sich jetzt wahrscheinlich nicht verhaften lassen im Frankfurter Hauptbahnhof und vor allem, die würden das auch nicht so offensiv machen. Aber wenn wir an den Tiergartenmord denken hier in Berlin, es gibt gewisse Tätergruppen, ja, ich sage jetzt mal, die Russen, wenn sie hier töten, denen ist das egal, ob sie das im Hauptbahnhof machen oder nicht. Und denen ist das auch egal, wenn sie danach ins Gefängnis gehen. Selbstverständlich kann man sowas auch beauftragen für Geld. Allerdings, ich bin wirklich gespannt, was heute hier herbei herauskommt. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Wort mit dem T vorne dran hat bis jetzt noch niemand in den Mund genommen, sondern hier wird von einem Mordanschlag oder einer Hinrichtung bisher gesprochen. Es könnte sich allerdings auch noch herausstellen, dass hier eventuell andere Beweggründe hinten dran stehen. Wie gesagt, heute im Laufe des Tages, sie haben keine Uhrzeit gesagt, wann sie Informationen freigeben. Der Frankfurter Bahnhof, er war dann gestern für 25 Minuten komplett gesperrt
Und die Polizei hat dann auch die ganze Nacht dort gearbeitet mit der Spurensicherung und so weiter. Die Mordkommission ermittelt. Der Zugbetrieb läuft heute Morgen wieder relativ normal. Und ich kann euch hier mal ein Foto zeigen, das habe ich selbst gemacht. Schon seit über 2 Jahren ist es eine Waffen- und Messerverbotszone dort im Bahnhof und um den Bahnhof herum. Hat, wie ihr seht, einfach gar nichts gebracht. Ich bin schon so oft da gewesen, den Frankfurter Bahnhof, da kann man nur noch eines machen, macht links und rechts die Türen zu und jeder, der rein und raus will, der muss erstmal ein Ticket vorzeigen und sich im Zweifel kontrollieren lassen. So wie das inzwischen in Frankreich gang und gäbe ist, wer zu einem Fernzug möchte, muss ja gefühlt durch eine halbe Flughafen-Security. Das passiert, wenn man seine Grenzen nicht schützen kann. Dann muss man seine Infrastruktur schützen, doch man ist gar nicht in der Lage dazu. Und deswegen passieren solche Dinge immer wieder. Sie werden auch immer öfter passieren. Ja, das wäre vermutlich vor 20 Jahren auch mal passiert. Und ja, am Frankfurter Flughafen gab es auch schon den ein oder anderen Mordanschlag. Jedoch hier quasi Dienstagabend 9 Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof an Gleis 9. Und ihr müsst wissen, Gleis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das sind die Fernverkehrsgleise. So könnte es hier natürlich auch sein, dass wir hier in ganz tief verstrickter, organisierter Kriminalität zu Hause sind. Dort kommen Züge an aus Frankreich, aus der Schweiz. Dort kommen Züge an aus Belgien und aus den Niederlanden. Gleichzeitig fahren dort diese Züge eben auch ab. Es gibt auch Verbindungen nach Österreich und nach Italien. Deswegen könnte das am Ende hier einfach nur der Zuschlag an einem Umsteigepunkt gewesen sein. Wir werden es in Kürze, hoffe ich, erfahren, um was es hier geht. Ich denke, es ist etwas größer als nur eine kleine Streitigkeit zwischen zwei Männern. Denn im Frankfurter Hauptbahnhof ist so viel Polizei. Dazu muss man erstmal Cojones haben, da mit einer Waffe gezielt auch noch mehr wie einen Schuss abzugeben. Ich habe euch ein paar Bilder gezeigt nebendran. Es gibt ansonsten keine Videoaufnahmen im Frankfurter Bahnhof. Naja, gut, was heißt Videoaufnahmen? Ich bin schon selbst oft dort gewesen. Wenn dort Schüsse fallen würden, würde ich wahrscheinlich auch nicht direkt das Handy ziehen. Ich bin schon oft an Gleis 9 angekommen, abgefahren, umgestiegen. Deswegen finde ich das jetzt hier auch so besorgniserregend. Der ganze Frankfurter Bahnhof ist einer der schlimmsten, was Messerdelikte angeht. Da gab es erst vor ein paar Tagen die neuen Zahlen. Neben Hannover gab es seit Anfang vergangenen Jahres in Frankfurt 44 und in Hamburg 42 Delikte mit Stichwaffen. Andere Städte folgen, wie Dortmund und Düsseldorf. Jedoch ist die Drogenkriminalität vor dem Bahnhof weitaus schlimmer und da hilft nur konsequentes Handeln, was in Frankfurt niemals passieren wird. Man hat ja die Konsumräume geschaffen, damit im Bahnhofsgebiet, man sich dort, ihr wisst, was da gemacht wird, ne? In den Konsumräumen, wie sie das nennen, das zieht das ganze Elend aus dem Umland an, aus der Umgebung. Viele gehen nach Frankfurt, weil sie wissen, dass sie dort in Ruhe gelassen werden. Und wir sehen es auf offener Straße. Es sieht aus wie Zombieland. Da muss ich immer an Walking Death denken, wenn man da rumläuft. Und da hilft nur konsequentes Handeln. Nehmt einfach einen Teil irgendeines Geländes, was ihr sowieso besitzt in Frankfurt, zieht Stacheldraht außenrum, schmeißt ein paar Container drauf und locht die Leute alle ein. Und ja, ihr könnt die Leute auch dazu zwingen, einen körperlichen Entzug zu machen. Denn mit diesen Folgeerscheinungen hat die Gesellschaft zu leben und die Gesellschaft hat das nicht zu dulden, wenn Menschen über die Beschaffungskriminalität jeden Tag straffällig werden, um danach sich in einen Deliriumszustand zu versetzen, weil sie Lust drauf haben. Ich sage da keine Toleranz. Ihr habt die Leute einzukassieren und sie so lange zu behandeln, bis sie sich selbst nicht mehr so schädigen. Sehen viele anders, bin ich mir sicher. Dennoch, wir müssen das sehen auf offener Straße. Wir binden unsere Polizeikräfte. Wir verlieren die Sicherheit auf der Straße. Wir bezahlen die ganzen Gesundheits- und Krankheitskosten. Ja? Also alles, was diese Leute dann bekommen durch ihre Situation, Syphilis, Tuberkulose und so weiter, wird ja alles versorgt von der Allgemeinheit. Und dann hat die Allgemeinheit sehr wohl ein Mitspracherecht, wie mit diesen Personen umgegangen wird. Anstatt dass man ihnen hier Konsumräume zur Verfügung stellt, sollte man sie am Konsum hindern. Ja, das ist dann auch mit körperlicher Gewalt verbunden. Das ist am Ende eine Abwägungsfrage, aber das ist eben Politik. Man muss abwägen. Ja? Und wenn man sieht, dass ungefähr 5000 Konsumierende nur im Frankfurter Bahnhofsgebiet von ungefähr 1000 Händlern versorgt werden, haben wir da ein Problem, wo wir nicht blind zuschauen können, indem wir sagen, die 6000 Leute lassen wir einfach mal machen. Ich habe da eine Meinung, die harte Hand kann dort helfen, ja, die richtig harte Hand. Und
Viele Leute werden es einem später danken, wenn man sie aus dem Loch geholt hat. Vor allem muss man den Leuten eine Perspektive geben und die Perspektive ist mit Sicherheit nicht, man liegt auf dem Frankfurter Gehweg und wartet, bis man dem Nächsten wieder etwas aus der Tasche klaut. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Kontroverses Thema, schwierige Situation generell um den Frankfurter Bahnhof, aber alles hausgemacht. Abonniere den Kanal X und Telegram. Schau auch auf meinem neuen Projekt Auswandern mit Kopf vorbei. Immer wieder neue Videos, immer wieder spannender Content. Du kannst dort natürlich auch deine Frage stellen. Ich versuche sie dann zu beantworten. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Video.